Also die Rechtsradikalen sollte man in die Wüste schicken. Und die Rechtsradikalen sollen die Linksautonomen, die Linksradikalen, gerade mit in die Wüste nehmen. Und am besten das alle Wasser. Sie sollen dort einfach verdursten, dann sind wir sie langsam endlich los. Weil auch die Radikalen machen immer nur Sachbeschädigungen, Einbruch, Diebstahl, Drogenhandel und einfach Misswirtschaft im Allgemeinen. Darum sollte man die Linksautonomen und Neonazis irgendwie in die Sahara schicken. Oder sie sollten gerade auf Afghanistan gehen. Dort wären sie gut aufgehoben, mit den Talibans zusammen. Und dann tut man einfach mal ein paar Raketen überschicken. Und dann hat es Taliban, IS-Terroristen, Linksextreme, Rechtsextreme, auch gerade irgendwie mit ein paar Raketen in die Luft gejagt. Und dann hat man endlich Ruhe da.